Liebe Freunde, hier ist euer Steinwein. Wir sind zurück hier in Karthago im Jahre 453 und wir verfolgen gespannt mit einer Armee in der Nachbarschaft, was hier die Syrakuser machen bei ihrem Krieg gegen ihre Nachbarstaaten und was das für uns bedeutet. Wir haben wohlweislich unsere Redekunst noch nicht ausgegeben, um einen Anspruch zu fingieren. Wir wollen jetzt mal abwarten, wie sich das hier entwickelt. Die Armee aus Syrakus übrigens hier mit 8 Kriegskunstfertigkeit. Das ist ihr Anführer Eurylochos Dionit. Ja, aber mal sehen, ob wir mit dem noch zu tun haben. Wovon wir viel haben, ist Gold. Wir verdienen jetzt tatsächlich schon über 20 hier monatlich. Das ist eine echt richtig gute Bilanz. Und wir sehen auch, Zeugitana als Provinz hat aufgeholt. Dort gibt es auch hier sehr viele Handelseinnahmen, obwohl sie nicht Handel fördern haben. Das ist erstaunlich. Das ist erstaunlich. Das müssen wir hier noch wegbekommen. Diese religiöse Konvertierung. Das könnten wir eigentlich jetzt mal machen, weil wir müssen eh noch ein bisschen warten. Wisst ihr was? Wir verändern jetzt hier mal die Gouverneurspolitik. Wir brauchen hier nicht die religiöse Konvertierung. Jetzt ist die Frage, nehmen wir auch Handel fördern, um den Handelswert um 10% zu erhöhen? Oder, nee, wir brauchen, glaube ich, hier keine Handelsroute. Wir nehmen, glaube ich, lieber Anhäufung von Reichtum. Bringt auch Handelswert 10%. Auch nochmal Steuern 10% und der Gouverneur verdient dadurch aber auch noch mehr, was kein Problem ist, glaube ich, für uns. Das lohnt sich in jedem Fall und es müsste sich auch direkt auf die Wirtschaft, ja, von 20 auf 20,5. Das hat sich durchaus gelohnt, denke ich, diese Veränderung. Was ich im Übrigen auch nochmal gucken möchte, ist, wie es jetzt eigentlich aussieht mit der Loyalität der Provinzen. Gibt es da Probleme? 0,07 ist noch okay. Aber hier, das gefällt mir nicht. 0,33, hier sind wir schon bei 88. Ich glaube, hier müssen wir was machen. Und hier ist das Problem, hier wird ausgebeutet. Deswegen hier eine hohe Unruhe. Das könnten wir aber wieder... Also wir müssen das auch mal ändern, das ist klar. Aber wir können auch was machen. Wir können diesen Typen hier erstmal entlassen. Muss ich nämlich für das, was ich vorhabe. Ja, und ich will nämlich diese Armee, das kann man mal probieren, man kann die der Region zuweisen. Das reduziert die Unruhe und zwar deutlich mehr, als es hier steht, um minus 0,36. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie diese Zahl zustande kommt. Wir machen es mal. So, jetzt ist die der Region zugewiesen. Das heißt, man darf sie nicht mehr, also man, die darf keinen General haben und sie darf nicht außerhalb der Region agieren. Gucken wir uns nochmal die Region an. Das heißt, sie ist jetzt hier der Region Numidien zugewiesen. Und im Prinzip müssten jetzt alle Provinzen in Numidien... Ja, und schaut mal, jetzt steigt das hier deutlich an, weil die Unruhe in den einzelnen Städten jetzt reduziert wurde durch... Ne, hier. Hier können wir das sehen. Durch lokale Truppen. Minus 5. Das ist schon sehr, sehr stark. Das führt nicht zur Zufriedenheit der Leute. Das heißt, die produzieren nicht besser. Aber es führt immerhin dazu, dass die Provinzen nicht abfallen. Ganz interessantes System. 9000 ist vielleicht ein bisschen zu viel. Ich würde gleich mal kurz mal was testen. Wir machen mal Folgendes. Wir nehmen mal diese Armee, wir teilen die mal und wir geben mal nur 5000 rein. Mal gucken, ob das den gleichen Effekt hat auf die Unruhe. Bin ich jetzt mal sehr gespannt. 5000 bringen minus 3,2. Okay. Wow, das sieht ja so aus, als ob das direkt linear skaliert. Mhm. Okay. Gut, warte mal, dann machen wir das, glaube ich. Ich meine, das reicht, ne? Das reicht, glaube ich, um jetzt hier den positiven Effekt hinzubekommen. Ne, reicht noch nicht. Gerade so nicht. Na gut, solange wir mit der Armee eh nichts anderes anfangen können, machen wir das so. Wir werden die dann wieder zusammenlegen und komplett der Region zuweisen. Und dann haben wir das Problem auch geklärt. Wir wollten investieren in Marktplätze. Und das machen wir auch. Hier in dieser Provinz werden wir hier, da haben wir die meisten Bürger, einen Marktplatz bauen. Hier haben wir 7 Bürger, das ist auch super. Hier haben wir schon gebaut. Gibt es noch irgendwo viele Bürger? 5? Ich gucke mal ein bisschen rum. Das ist, glaube ich, nicht unser Gebiet. 7 Bürger hier tatsächlich. Aber doch. So, komm, bauen wir noch einmal.
Hervorragend. Haben wir investiert und jetzt warten wir erstens, dass wir wieder 180 haben. Ich habe die jetzt erstmal für was anderes verwendet. Und jetzt ist das endlich erobert. Und jetzt könnte es bald soweit sein, dass Syrakus. Ja, jetzt wird Syrakus sich erstmal um die gegnerische Armee kümmern. Das zurückerobern. Wir kriegen nochmal ein Handelsangebot. Was? Ist der Frieden geschlossen? Ah, sie haben sich einfach das geschnappt. Okay. Gut, dann fehlen uns jetzt wieder 30 Redekunst, weil ich hier die Politik geändert habe. Hätte ich mal nicht tun sollen. Ich dachte, das geht jetzt noch länger. So, sie wollen nochmal Fisch haben hier. Ist okay. So, dann müssen wir leider jetzt wieder ein bisschen warten. Paar Monate. Und ich denke, dass wir dann tatsächlich den Krieg direkt gegen Syrakus führen und hier dann gleich mal den großen Gegner hier angreifen. Mein Plan ist, dass diese beiden Armeen genügen. Wir werden die Söldnerarmee dann hier mit nutzen. So, sie möchten Nutzvieh importieren aus Zeugitana. Haben wir noch nicht gemacht. Ja, bringt uns auch noch einen schönen Bonus. Hervorragend. Nehmen wir an. So, nach und nach werden wir alle unsere Überschüsse los. Perfekt. Gut, jetzt müssen wir noch 2 Monate warten. Dann ist es soweit. Dann geht es los. Dann erleben wir hier gemeinsam den ersten Krieg. Und ich glaube, das ist so ein bisschen knapp kalkuliert mit 30.000. Aber ich denke, das wird trotzdem funktionieren. So, sie möchten Fisch haben. Auch das nehmen wir an. Als große Handelsnation mit Einnahmen von 23 jetzt. Hervorragend. So, und wir sind bei 180. Offenbar trauert unser Herrscher immer noch. Wir müssen ja ein bisschen auf die Zeit achten. Aber der Senat war dafür hervorragend. Sehr gut. Und die Kriegserklärung? Wir gucken erstmal, was sie eigentlich hier haben. Also, sie haben geordneter Rückzug. Interessant. Aha, Militärverwaltung, das haben wir auch. Und sanktionierte Privilegien. Und das ist der Mann, gegen den wir kämpfen. Agathokles Agathoklit. 8766. Ein sehr beliebter Herrscher. Was sind seine Eigenschaften? Berühmt und gerissen. Mal schauen, ob wir ihm gewachsen sind. So, wir werden jetzt den Anspruch fingieren. Wow, 180. Das ist jetzt egal, was man nimmt. Wir nehmen jetzt Sikulien. Und damit sind wir in einem Monat in der Lage, am 5. März den nächsten Diplomaten zu schicken und den Krieg zu erklären. Das Blöde ist, halt, jetzt kommt das Lesen der Eingeweide. Das könnte noch wichtig sein. Das Blöde ist, dass diese Söldner leider erst einsatzfähig sind. Ach, wisst ihr was? Das fällt mir gerade mal auf. Vielleicht sollten wir sie jetzt schon mal engagieren. Ja, okay. Ein 7er Söldner. Das ist der Söldnerführer Philosia Eugarit. Oh, 4 Kriegsinfanten haben sie dabei. Sehr schön, 4 Einheiten. Gefällt mir ganz gut. Sekundäre Kohorte machen wir Kriegselefanten. Natürlich, wir haben ja keine Schwere. Der Rest stimmt so. Wir müssen nachher noch die Taktiken einstellen, aber wir schauen jetzt erstmal, was das Lesen der Eingeweide bringt. Im Namen der Frommen hat Metallo Matanit, das ist, glaube ich, der Nachfolger potenziell, ne? Mhm. Ah, und er ist auch unser Freund. Okay. Im Namen der Frommen hat Metallo Matanit an uns herangetragen, dass die Priester und Heiligen, die sich um die Gläubigen kümmern, die langen Stunden der Religionsausübung besonders anstrengend finden. Er schlägt vor, dass wir im Gegenzug für die Senatoren, die er zu unserer Unterstützung bewegen kann, eine Politik mit verkürzten Arbeitszeiten für Priester einführen könnten. Was ist das denn für Quatsch? Mhm. Die Religionsfraktion wird uns 2 Jahre lang eher unterstützen, wenn ihr Gesetze ändert. Wir wollen wahrscheinlich aber erstmal keine Gesetze ändern. Wir müssen 200 bezahlen oder sie werden uns weniger wahrscheinlich unterstützen. Na gut, im Moment wollen wir diesen Krieg führen. Ich habe ein bisschen Angst, dass sie jetzt nicht dabei sind. Na komm, dann machen wir das so. Von mir aus ziehen wir das so durch. So, jetzt steigt leider diese Moral so verdammt langsam an. Was echt ein bisschen blöd ist. Und jetzt wären wir in der Lage,
diesen Krieg schon zu führen. Ich sehe gerade, die haben hier die Festung geschleift. Sehe ich das richtig? Tatsächlich. Die haben die Festung abgerissen und wollen einen Kornspeicher hier bauen. Das haben sie sich nicht gut überlegt, glaube ich. Das heißt, Syrakus hat, wenn ich das richtig sehe, nur diese eine Festung. Aber eine große Armee, oder? Im Moment nur 9 Kohorten und eine geringe Rekrutenreserve. Aber die hatten natürlich Verbündete. Die haben sie immer noch. Ja, Lokri und Regium. 4, 6. Na gut, ich würde sagen, wir wagen es jetzt schon mal vorzugehen, ohne die Söldner in der Nähe zu haben. Also noch aktiv zu haben, weil die einfach noch Moral bekommen müssen. Wir erklären jetzt den Krieg mit 15.000 Mann. So, Eroberung von Sikulien ist das Ziel. Und ich sehe gerade, wieso haben sie 3 Verbündete? Hipponium auch noch? Aber die haben im Moment keine Kohorten. Das ist natürlich unschön. Wir haben aber ganz viele Verbündete. Ich bin mal nicht sicher, ob die rüberkommen können. Das werden wir jetzt erstmal ausprobieren. Komm, wir machen das jetzt. Wir ziehen das durch. Ja, wir bestätigen das. Und wir sind im Krieg, Leute. Wir sind im Krieg. Und werden jetzt deutlich langsamer spielen müssen. Und gehen jetzt mit unserer Armee... Haben wir hier... Achso, wir müssen hier noch kurz mal die Taktikeinstellungen machen. Also... Unsere Zusammensetzung, unsere Armee, ist besonders gut geeignet für Scharmützel oder für Einengen. Das hängt jetzt ein bisschen davon ab, was der Gegner wohl machen würde. Okay, wir gucken mal kurz. Hasetäuschung. Jetzt wissen wir noch nicht, welche Armeetruppen bei Täuschung relevant sind. Bin mir nicht ganz sicher. Ach, hier sehen wir das. Kamel, Streitwagen, Berittene. Das haben die Syrakuser bestimmt nicht, ehrlich gesagt. Und dieser Fuchs, den sehe ich hier gar nicht. So eine Spezialtaktik, die haben wir noch gar nicht. Insofern, nur wenn die das nutzen, bringt uns das was. Ich glaube... Halt, nee, gegen diese sind wir schlecht. Jetzt habe ich falsch geguckt. Ah, wenn die Einengen nutzen oder den Ochsen, den wir nicht sehen. Kavallerie-Scharmützel. Okay, dann machen wir mal Scharmützel. Kommt, ich habe das jetzt missverstanden. Hier, die Zusammensetzung ist ein bisschen anders. Hier können wir Täuschung machen und können wir alles Mögliche machen. Ach komm, hier machen wir mal Nahkampf, mal gucken. So, jetzt geht's los. Eigentlich müssen wir nur zur Festung durchmarschieren, beziehungsweise die Festung belagern vor allem. Müssen aber aufpassen, dass wir selber nicht natürlich von der gegnerischen Armee erledigt werden. Wir können vielleicht auch die Söldner die Festung belagern lassen. Achso, und was wir unbedingt machen sollten, wir müssen unsere Flotte jetzt hier in Stellung bringen. Die muss natürlich hier erkunden und die muss gucken, dass hier die Festung abgeriegelt ist und solche Sachen. Ah, da oben haben sie auch noch eine Festung, die habe ich gar nicht gesehen. Vielleicht können wir auch verhindern, dass sie hier rüberkommen. Oh ja, das hätte man noch ein bisschen besser vorbereiten müssen, sehe ich gerade. Ich weiß gar nicht, hier ist aber eine Meerenge. Bin mir nicht sicher, ob wir das verhindern können. Mit den Schiffen. Wäre aber jetzt natürlich ein Weg. So. Wir können... Ich meinte, die haben eine schlechte Moral. Können wir vielleicht mit Gewaltmarsch jetzt vielleicht die gegnerische Armee schon stellen? Versuchen wir das mal. So, da ist sie erstmal schnell weg. Es gibt noch weitere Anfragen. Kroton möchte Stein haben. Wir bekommen Festungsverteidigung 10%. Sehr gut. Und sie wollen Fisch. Nehmen wir auch an. So, okay. Sie fliehen offenbar in ihre Festung. Kriegen wir sie jetzt? Nein, sie sind vorher weg. Die Festung selbst ist aber auf einer Ebene und hat keinen Flussübertritt. Insofern wäre das sogar gar nicht so schlecht, wenn sie dort sind. Die ziehen wir jetzt schon mal nach, auch wenn die noch eine schlechte Moral haben. Der Moment wird kommen. Also, zieht mal ruhig dahin, das ist schon völlig okay. Aha, die feindlichen Schiffe sind auch in der Nähe, sehr gut. Und da kommen... Ach, da sind Piraten. Die hauen ab. Ja, ich glaube, wir bleiben mal hier stehen. Das ist ganz okay, denke ich. So, wir sind in Katane. Hier bin ich mir nicht sicher. Hier sind 28.000 Söldner. Ich hoffe, die haben kein Geld, um die anzuheuern. Sonst haben wir ein Problem. Im Wald wollen wir sie eigentlich nicht erwischen.
Aber wir wollen sie erwischen, bevor sie ihre Moral regeneriert haben. Das wäre schon ganz gut. So, wir kämpfen da jetzt erstmal gegen die Piraten. Helfen denen damit, aber können vielleicht diesen Übergang hier blockieren. Das müssen wir sehen. So, wir kommen jetzt gleich... Es kommt nicht zur Schlacht. Hier haben sie jetzt noch eine Einheit nachgebaut. Und 15 gegen 14, aber mit besserer Moral. Kommt, wir wagen es. Wir machen das jetzt. Und ihr... Vielleicht kann man euch schon irgendwie aufteilen. Ach nee, man kann Söldner kann man glaube ich nicht teilen. Genau, die müssen immer so bleiben. Ich ändere meine Meinung nochmal. Ihr marschiert hier lang. Oder ihr blockiert den Übergang, falls es doch rübergeht dort. Ja, bis jetzt nochmal eine andere. Aber ihr könnt auch den Gewaltmarsch machen. Dann seid ihr schneller. Nee, beim Gewaltmarsch regeneriert man keine Moral. Deswegen geht das nicht. Also geht erstmal dorthin. Gut, dann kommt jetzt aber der Angriff. Es ist gelb. Es ist ein bisschen riskant, was ich hier gerade mache. So, die erste Schlacht beginnt. Ich hoffe einfach, weil unsere Moral so deutlich stärker ist. Okay, das gleicht sich aus, die Taktiken. Ja. Sie haben aber auch nur leichte Truppen. Eure Lochos. Na gut, das stimmt nicht ganz optimistisch, ehrlich gesagt. Es geht auch gut los für uns. Oh ja, sehr schön. Allerdings haben wir noch 2100. Sind sie irgendwie geflohen? Konnten sie so schnell fliehen? Wir waren hier nochmal siegreich gegen die Piraten. Wir können aber nicht abriegeln, dass sie hier rübergehen. Das ist jetzt nochmal eine wichtige Info. Okay, die fliehen völlig erschöpft. Tja. Wohin fliehen sie? Das ist die große Frage. Und ist unsere Armee schon mit dieser schwachen Moral in der Lage, sie zu vernichten? Wisst ihr was? Wir bleiben jetzt mal hier stehen, wenn wir dort angekommen sind. Und warten mal ab, was hier passiert. So, was ist das jetzt hier? Das ist doch eine Festung, ne? Ja, genau. Aber nur eine... Ach so, weil das die Hauptstadt ist, ist das eine Festung. Alles klar. Ist aber keine zusätzliche. Das heißt, wir brauchen eigentlich nur 5000 Mann hier. Ich würde dementsprechend gerne den Rest, um Manpower zu sparen, abkoppeln. Auch wenn wir viel Manpower haben. Manpower ist hier so eine unglaublich wertvolle Ressource. Deutlich wertvoller als bei Oakborn Universalis, weil nur, also weil man 25 Jahre braucht, um seine ganze Reserve zurückzubekommen. So, deswegen werden wir das jetzt mal manuell machen und wir werden das mal so machen. Das müsste eigentlich reichen. Und diese Armee hier abziehen. Ist aber jetzt der Herrscher, der ist hier mit... Ja, genau. Der General ist hier mit bei, weil dessen Wert geht auf den Belagerungswert mit drauf. Das wollen wir haben. So, kehren die jetzt wieder zurück? Was ist das denn bitte? Kommt es jetzt hier schon wieder zur Schlacht? Das ist merkwürdig. Dann bleibe ich sicherheitshalber doch nochmal stehen. Fliehen die woanders hin? Haben die sich das anders überlegt? Das ist alles ein bisschen komisch. Tatsächlich. Ja, können wir denen... Ja, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob wir wirklich... Ob die schon einsatzfähig sind. Sehr unsicher bin ich mir da. Wir können uns mal hier hinstellen. Ich weiß nicht, ob das einen Flussübertritt für uns bedeutet. Vielleicht. Ich meine, wir gewinnen ja auch Moral, so wie er. Ich glaube doch, wir sind einsatzfähig. Also wir sind auf jeden Fall besser als er. Und da kommt es auch noch nicht zur Schlacht. Wir haben hier hohe Verluste. 6,3. Wie kommt das denn bitte? Einheitengewicht ist viel zu hoch für diesen Ort. Das hat aber wehgetan. Gut, wir müssen einfach diesen Monat mal abwarten. Dann haben wir nämlich das erobert. Wir machen jetzt mal nichts. Hier ziehen wir wie geplant die Armee weg. Wir können auch die wegziehen. Jetzt, wo der Gegner in der Richtung ist, brauchen wir sie vielleicht eher hier.
Und dann lassen wir die Söldner da einfach mal belagern und warten hier ab. Ich will meine Truppen jetzt nicht auseinanderziehen und hier schon die Belagerung von der Stadt an der Spitze da beginnen. Das wäre, glaube ich, nicht von Vorteil. Und unsere Verbündeten kommen jetzt und wir haben immer noch eine Verlustquote jetzt von 2,3. Aber wir können die Söldner ja auch nicht teilen. Die müssen dann einfach mit diesen Verlusten leben. Aber schön ist, dass unsere Verbündeten kommen. Bei dieser Belagerung müsste eigentlich auch die Flotte irgendwie eine Rolle spielen. Warum ist der nicht blockiert? Wir haben noch unsere Flotte hier stehen. Muss ich das anzeigen? Bin mir eigentlich nicht sicher. Normalerweise müsste der Hafen blockiert sein. Aber der Modifikator ist hier nicht. Ach nein! Es wäre normalerweise ein -1-Modifikator. Und weil die Blockade da ist, kriegen wir den Bonus. Na, dann bin ich beruhigt. Okay. So, wir haben noch wieder eine Handelsanfrage. Sehr schön. Es geht um Nutzvieh. Hatten wir das nicht schon mal? Möglicherweise wurden Handelsrouten auch zwischendurch unterbrochen. Das haben wir dann gar nicht mitbekommen und kriegen dann eine erneute Anfrage. Das kann auch gut sein. So, die Gegner kommen jetzt langsam hier rüber. Wir können auf jeden Fall nicht mit unserem Schiff verhindern, dass sie kommen. Aber es ist doch eine ganze Menge, was dort noch aufmarschiert. Aber wir müssen erstmal hier die Belagerung von Syrakus verteidigen. Und wenn sie uns angehen wollen, dann sind jetzt unsere Söldner bereit und werden unterstützt durch diese Truppe hier. Ah, verdammt, ich habe den Anführer jetzt abgezogen. Das verlängert wiederum die Belagerung. Okay, Massilien möchte Stein haben. Akzeptieren wir. Und wir können eine neue Erfindung nutzen. Und jetzt, glaube ich, nehme ich doch mal... Geld haben wir so viel. Jetzt nehme ich mal Militärhandwerker. Ja, bringt plus 5% Forschungsgeschwindigkeit. Okay, liebe Leute, mitten in diesem Krieg machen wir eine Pause und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Macht's gut, euer Steinballen.